1954 errichtete der Allgemeine Deutsche Automobilclub, kurz ADAC genannt, die Straßenwacht, die im Mai desselben Jahres in die bereits bestehenden europäischen Straßenwachtdienste aufgenommen wurde. Kaum jemand ahnt, welche Mühen und Strapazen diese Männer auf sich nehmen, zum Wohle der Allgemeinheit. Bei jedem Dienstbeginn und auch mehrmals untertags meldet sich der Straßenwachtmann von der Sprechsäule aus bei der nächsten Straßenmeisterei. Er fragt, ob irgendetwas zu tun ist. Ja. In Ordnung, wird erledigt, schnellstens. Der Werkzeugkasten ist so reichhaltig ausgestattet, dass alle Pannen behoben werden können. Dazu kommen noch Zündkerzen, Glühlampen, zwei Kästen mit Verbandmaterial, zwei Handfeuerlöscher und Flaggen zur Straßensicherung. Die Panne ist behoben und weiter geht's. Mit dem Wirtschaftsaufschwung.